Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Ich schau mal hier kurz. Ah, das ist doch deutlich leiser. Was ist das denn? Mein Königreich für ein paar Huren? Iskariote, der Riese. Den Gerücht. Ja, komm, machen wir erstmal den Riesen. Der ist sowieso vor uns. Ich sollte vielleicht nochmal mich bald um Phantomklingen neue kümmern. Aber später. Was habe ich denn jetzt getan? Boah, ist mir warm hier. Okay, schön, dass ich das lesen konnte, weil ich nicht mehr runterkam. Mann. Lass mal wieder hoch. Ah ja, los, schwing dich. Wir gehen natürlich über die Dächer. Wie Arno manchmal springt, das ist schon bewundernswert. Ja, genau. Der Junge ist echt gut trainiert. Nein! Oh. Wütet wie ein Wild an. Ihr bedroht und bestiehlt die unschuldigen Menschen, wenn man sich weigert. Quetscht ihr einen zu Tode, so wie man Trauben ausquetscht. Ein Mann weigerte sich heute. Und nun ist er tot. Ja, ein Riese. Er tötet Menschen. Groß, mit blaugrüner Haut und schwarzen Kleidern. Furchterregend. Die Leiche hat mehrere Rippenbrüche. So als hätte man. Habe ich gerade schon. Ja, unverbrauchte Sügenpunte, ich weiß. Geh mal weg da. Ungeheure Kraft, das Leben rausgequetscht. Ich werde den Riesen finden und seinen Treiben am Ende setzen, meine Freunde. Wer stört mich hier? Komm! Mein Blutdurst ist noch lange nicht gestillt. Le corps de Foufou? Meiner auch nicht, Riese. Was ist der Riese? Der sieht aber nicht sonderlich groß aus. Achso. Wir steigen mal von oben ein. Treppe? Da. Oh oh. Naja, klein ist er vielleicht nicht. Aber scheiß die Wand, dann ist er langsam. Oh. Aber wir sind Assassinen, wir machen das leise und laut, also leise und laut ist dasselbe, aber ihr wisst, was ich meine. Wir gehen nicht einfach drauf und prügeln uns mit dem Typen, der 2 Meter größer ist als wir. Okay, ich glaube, so klein ist er wirklich nicht, oder? Och, naja. Fett. Aber nicht so sonderlich groß. Aber sehr langsam.
Na, sehr gut. Naja. So groß war er jetzt nicht. Ich hätte mir das irgendwie problematischer vorgestellt. Gibt es hier keine Tür? Ich würde gerne hier raus. Aha. Also nach oben und einen Ausgang suchen. Nein, hoch. Da geht's raus. So. Wollen wir dann das noch machen? Mein Königreich für ein paar Huren. Schöner Titelname. Was ist los? Gewalt! Oh, halt. Verbrauchsgegenstände, das finde ich nochmal. Na. Also, Phantomkling erstmal, Berserker kann ich auch mal auffüllen. Dietrich auch mal. Kann ja nicht schaden. Medizin ist voll, Munition. Kann auch nicht schaden. Wir füllen mal ein bisschen, ein bisschen auf Geldbeutel. Kirschbomben haben wir, Rauchbomben haben wir. Zurück. Aha, was haben wir noch? Fähigkeiten. Schleichen können wir was Neues machen. Was denn? Verkleiden. Verkleiden wäre, glaube ich, ganz geil. Was ist das hier? Koop spiele ich aber nicht. Fernkampf, was ist das hier? Pistole. Na, auch nicht so geil. Nahkampf. Ich glaube, ich nehme mal verkleiden. Angucken und dann R drücken, alles klar. Ja, geil. Wie kann ich das rückgängig machen? Okay, aber. Achso, verzeihlich begrenzt. Wie kann ich denn das auswählen? Okay, wie kann ich das? Was ist denn los? Okay. I understand. Oh, hier ist eine Kiste. Nein. Nehmen wir ein bisschen was mit. 1 von 40, ja sicher. Ich will die ganze Zeit Ezio oder Altair sagen, weil ich mich so daran gewöhnt habe, die immer anzuschreien. Ezio halt, weil es die meisten Spiele mit ihm gab.
Und alter Ehe, weil ich noch hier parallel eigentlich noch Assassin's Creed 1 mal weiter aufnehmen müsste. Was ich. Nicht heute. Morgen vielleicht. Naja, andermal. Ich hoffte, dass ihr vorbeikommt. Ach so. Lieber Arno. Ich weiß, dass ihr einen Sinn für Gerechtigkeit und dergleichen. Da ist ein Mann, Grignon, der direkt nördlich von hier einen Ring von Bordellen führt. Seine Mädchen arbeiten unter den grausamsten Bedingungen. Das würde sich vermutlich schnell ändern, wenn ihr ihn seiner ewigen Strafe zuführt. Ich kann's machen. Was für euch dabei raus? Oh, Zynismus steht euch gar nicht gut, mein Bursche. Sagen wir mal so, sollten Grignons entzückende Damen plötzlich ohne einen Schutzpatron dastehen? Nun, dann müsste ich mein Königreich geradezu ausweiten, etwa nicht? Ein schmieriger Kerl. Aber leider von Nutzen. Ich finde die Musik übrigens sehr gut. Ja, genau. Alter. Arno. Alter, Arno! Alter, Arno geht mir gerade mega auf den Keks. Boah, Alter. Ja, das ist alles geplant und so, ne? Oh, meine Güte. Danke. Boah. Ja, ich bin der beste Assassine der Welt. Ach, ich wollte noch den Helix-Riss mal machen, ne? Also, können wir auch mal gleich machen. Oder in der nächsten Folge. Jetzt komm hoch. Nö. I'm sorry. Huch. Ja, mach das. Tja. Ich bin aber weg. Fertig. Eine weitere Nebenmission erledigt. So, dann würde ich jetzt mal vorschlagen, und zwar folgendes. Wir laufen jetzt noch hier hin. Oh, das ist aber mal eine Schnellreise hier hin, das geht viel besser. Dann beende ich die... Schluck auf. Die Folge... Am nächsten Part geht's da unten hin zum nächsten Helix-Riss, diese Zeitreise. Da bin ich immer gespannt drauf, wo wir jetzt landen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein.